Hier im 12. Kapitel des Römerbriefes, liebe Schwestern und Brüder, ruft Paulus etwas in Erinnerung, was er im 1. Korintherbrief der Gemeinde eingeschärft hat und was seither für Christen zur Identität gehört. Nämlich das spannungsvolle Verhältnis zwischen den Einzelnen und dass alle zusammen etwas, jemand sind. Dass wir etwas bilden, nämlich die Kirche. Wir hören ja heute solche Schlagworte und manchmal hat man den Eindruck, es sind nur Schlagworte. Etwa in unserem Bistum jetzt von der Synode her, vom Einzelnen her denken und charismenorientiert arbeiten. Das klingt alles schön. Aber wenn es nicht gegründet ist hier auf genau das, was Paulus schreibt, die einzelnen Charismen, die Paulus hier nennt, die werden hingeordnet. Das einzelne Charisma für sich ist zunächst einmal gar nichts. Es ist vollkommen wertlos. Wenn es nicht hingeordnet ist, wenn es nicht eingeübt wird für das Gemeinsame, für das Wachsen des Christusleibes, wie es Paulus an anderer Stelle sagt. Wir haben unterschiedliche Gaben, ja. Einer hat die Gabe prophetischer Rede, dann rede er in Übereinstimmung mit dem Glauben. Nicht einfach nur, weil er eine prophetische Gabe hat und er redet, was ihm einfällt, sondern in Übereinstimmung mit dem Glauben. Das heißt zu Deutsch in Übereinstimmung mit der Tradition. Hat einer die Gabe des Dienens, dann diene er. Man kann sich selber nicht dienen, dazu braucht man andere. Das gilt für alle anderen Sachen. Das Lehren, das Trösten und Ermahnen, das Geben, das kann man nie nur für sich. Wir, die vielen, so ist die Überschrift zum Verständnis dieser Stelle und zum Verständnis immer in der Kirche, sind ein Leib in Christus. Und der Heilige des heutigen Tages ist wie eine Ausführung dieses Gedankens. Dieser Mann, der ganz aus den zwei unterschiedlichen Traditionen kommt, weil er sie beide in sich aufgenommen hat, von den britischen Inseln. Zunächst die angelsächsisch-römische Tradition. Er hat also professt schon, was damals nicht unbedingt selbstverständlich war, auf die Regel Benedikts gemacht. Es gab viele andere Mischregeln zu dieser Zeit. Und dann muss er ausweichen und geht in die iroschottische Tradition. Er geht nach Irland. Es gab Vorgänger von Willibrord, die relativ fruchtlos gearbeitet haben, bei allem persönlichen Einsatz, sehr ehrenwert und lobenswert, aber sie waren nicht kooperativ. Sie haben für sich alleine gearbeitet. Was Willibrord einfädelt, ist ein Netzwerk, auf das Bonifatius dann zurückgreifen kann, und die Arbeit des Bonifatius ist ohne die Vorarbeit des Willibrord gar nicht denkbar, überhaupt nicht vorstellbar. Er gehört, wir würden heute sagen, zumindest zeitweise zu seinem Team. Dort hat er das kennengelernt, was er dann im großen Stil später machen wird. Er geht eine Verbindung ein, die für das Mittelalter, für das ganze Verständnis des christlichen Reiches so wichtig ist. Er sucht die Verbindung nach Rom. Das haben seine Vorgänger nicht gemacht. Die dachten, sie sind Missionare und dann ist schon gut. Das ist wirklich gut gemeint, aber es ist zu wenig. Niemand von uns bis heute marschiert oder geht oder tut irgendetwas im eigenen Auftrag. Das ist immer fruchtlos. Die viel gelobte Eigeninitiative. Sie muss eine Bestätigung erfahren. Sie muss letztlich einen Auftrag haben von denen, die darüber wachen, dass dieser Auftrag im Sinn des Evangeliums geschieht. Willibrord tut das. Er tut das sogar bei einem Papst, der aus Syrien stammt. Das ist eine interessante Internationalität, die Kirche damals schon hat. Und er tut es, das sehen wir natürlich heute skeptisch, weil es heute nicht mehr möglich ist, er tut es mit den Machthabern seiner Zeit. Er ist der Erste, der mit dem Hausmeier Pippin, dem Mittleren, Kontakt aufnimmt, dem Großvater Karls des Großen, dem Vater Karl Martells, und sich dort die Unterstützung holt, um zu missionieren.
Auch das wird zeitweise von Rückschlägen und Misserfolgen geprägt sein. Aber seine Wege führen ihn auf die dänischen Inseln, nach Dänemark, bis weit nach Thüringen hinein. Und wenn er hoch in den 80 stirbt, schaut er auf etwas Fruchtbares zurück. Weil er nicht für sich gedacht hat. Weil er nicht aus eigenem Antrieb einfach loslegt, sondern weil er den Satz des Paulus tief verinnerlicht hat und ihn in seiner Arbeit konkret umsetzt. Wir, die vielen, sind ein Leib, als Einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören. Und alles, was wir tun, alles, was wir überlegen und planen, muss genau daraufhin ausgerichtet sein. Denn um nichts anderes geht es, wenn wir sagen, wir sind Kirche.